Hey ho, meine Lieben, ein Krötschank hier unterwegs Video wieder. Der Sven vom V-Pin Shop hat mich eingeladen zu einem kleinen Flippertreff. Ja, genau. Und es würde der Smoker angefeuert werden, hat es geheißen. Na, da muss ich doch hin. Kilometer sind es 95, circa 1 Stunde 15 Fahrzeit, sagt das Navi zumindest. Und ich fahre jetzt los, ich fahre da jetzt hin und ja. Wenn wir dort sind, schauen wir mal, was wir alles mit der Cam einfangen können. Bis nachher gleich. Tja Leute, ich bin schon ein paar Stunden da. Die Grills da hinten sind immer noch kalt. Da wird doch nichts angefeuert. Ich bin ja gespannt, ob wir da heute noch was kriegen. In der Garage drin stehen zwei echte Flipper und ein V-Pin. Ein richtig geiler V-Pin. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich einen V-Pin habe und keinen echten Flipper. Allein wächst der Auswahl von der Spiele. Aber das zeige ich euch nachher dann. Ja, alles noch. Jo, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir irgendwann mal was zum Essen kriegen noch. So Leute, wie gesagt, die Grills sind alle noch kalt und jetzt schauen wir erst einmal rein. Jetzt schauen uns die Flipper an. So, originaler Flipper ist schon was anderes als der V-Pin, gell? Halt die Klappe! Aber ich bin trotzdem froh, dass ich einen V-Pin habe. Ich auch. Die Spielauswahl. Wir machen schon mehr Spaß, das ist schon richtig. So, Sven, du hast mich hergelockt mit der Begründung, es wird noch was gegrillt. Ja, aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht? Das ist der Kaffeezeit. So. Soviel ich weiß, grillst du immer ab 23 Uhr. Frechheit. Hey, du, was machst du hier? Keine Ahnung, ich glaube, hier gibt's was zu essen. Ja, da warte ich auch schon die ganze Zeit drauf. Ja, zu mir gibt's was zu trinken und ein bisschen was zu flippern. Ja. Hm? Was ist Bump das? Super lecker. Mhm. Nennst du das Grillen? Jo. Spartanisch. Also. Ne? Für kalt gegrillt. Unglaublich. Hervorragend. Kalt geräuchert. Bier kalt stellen. Leute, wo bin ich hier reingeraten? Kommt an mit einer aufgeschnittenen Leona. Ich brech zusammen. Naja, schauen wir mal, was der Tag oder der Abend noch so bringt. Unglaublich, da tut sich was. Ich glaub's ja gar nicht. Ja, was machst du da? Zipfelklatschen. Ey, das wundert mich nicht, du hast die falschen Kohlen genommen. Wieso nimmst du auch Weberkohlen? Sieh mal nicht aus Papier. Naja. Du hast Asche aufgeholt. Was gibt's denn heute Gutes? Steak und Würstchen. Okay. Also rauf damit. Ja, kommt. Zackig. Ich glaube, es ist ein bisschen zu. Bambi hat Hunger. Eher du, hä? Jetzt wird's interessant. Selber eingelegt? Na freilich. In was? Muss überlegen. Das ist jetzt der Pulled Pork Biggie. Was für ein Ding? Pulled Pork Biggie. Okay. Auch wenn es kein Pulled Pork ist. Schmeckt trotzdem gut. Gut. Eine Hand zu viel. Scheiß quer oben drauf. Das ist jetzt eine schöne Biermarinade. Ah, okay. Naja. Das Gewürz von Ankerkraut. Und als Bier, was habe ich hier rum? Ein schönes Hefeweizen.
Jo, dann lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir jetzt in Ruhe grillen. Und dann probieren wir. So pünktlich. Schaut ja gar nicht so übel aus. Du bist wieder der Gierigste, gell? Ja. Was willst du, eine normale Hose oder eine Käsebude? Weißt du, nach 20 Bier wird man hungrig. Die sehen schon lustig aus. Hast du die extra so eingeschnitten? Die sehen aus wie ein Sandwurm von Dune. Hast du Dune gesehen? Ja. Ja, hervorragend, wie ein Sandwurm. Eine Spende bitte. Los. Hau drauf. Alles die Wurst, die jetzt Spende finden. Dankeschön. Thomas? Nachher. Ein reich gedeckter Gabenteller. Und jetzt fangen wir mal zum Probieren an. Gabenteller, sind wir jetzt Weihnachten? Mama, kannst du Fernsehteller? Geil. Franzi, was möchtest du? Auch geil? Ja, musst du mir sagen, was ich dir drauf machen soll. Kartoffelsalat? Ja? Mal so oder mehr? So? Gemüse auch geil. Grüner Salat auch? Ne? Gemüse? Ne? Gurkensalat geil. Baguette? So? Ketchup, Mayo? Ich hab ja, ja. Salat. Mr. Bambi Blattfuß, ist das schon ein zweiter oder ein dritter Teller? Ist der erste. Ja, ja. Das ist wie beim Bier. Du zählst immer bloß den ersten, gell? So schaut aus. Was hast du ein Leckeres drauf? Heute gibt es Steak, einen Maiskolben, Kartoffelsalat, so mit einem Grünsalat. Möchtest du auch ein bisschen Mais? Ja, du hast doch noch. Ja? Isst du mal deinen Teller leer, dann kriegst du gern noch. Die Diskussionen immer. Ich nehme sogar ein bisschen Grünsalat mit und dann die Wurst von Frank. Wenn du dich gegessen hast, isst die. Nein, die esse ich nicht mehr, die ist scharf. Aber lecker vom Geschmack. Ja, sehr lecker im Geschmack. Ein Hampelmann. Bist du? Ja, ich weiß. So Leute, voll gefuttert flacke ich hier in so einer Art Strandkorb rum. Und ich muss sagen, das Essen war mal richtig lecker. Also mir hat es sehr gut geschmeckt. Ja, und jetzt noch ein paar nette Fachgespräche, bisschen Fachsimpeln über Weepins. Ja, und dann gucken wir mal. So Leute, nachdem ich ja sehr gut gespeist habe, war sehr gut, machen wir hier jetzt das Schlusswort, weil ich tue dann die Cam ins Auto rein, dass man einfach hier noch ein bisschen in Ruhe quatschen kann. Ich sag dir zu dir danke für die Einladung. Gerne. Was sag ich zu dem jetzt? Keine Ahnung, halt die Klappe oder so. Ja, halt die Klappe. Ja, also ich würde sagen, das war ein gelungener Nachmittag. Vielen Dank. Ganz gelungen. Ja. Und jetzt kommt der gelungene Abend. Ja. Feucht fröhlich am besten. Ohne Camp. Nee, ich muss mal Auto fahren, das ist das Problem. Ich nicht. Also fröhlich. Ja. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, das nächste Mal die beiden wieder bei mir. Gerne. Oder? Im schönen Topf. Mit Sicherheit. Irgendwas fällt mir da dann schon ein. Ja. Alles klar. Gut. Ciao. Ciao. Ach so, ja. Tschaikowski. 헤이호, wir kommen heute zum hoffentlich letzten Video vom Arcadomat 2020.